Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Und endlich ist es da, mein Destiny. Entschuldigung. Ich werde jetzt mit euch Destiny zocken. So, ich habe mir vorhin noch so halbe, dreiviertel Stunde vielleicht. Ich habe da auch noch ein paar Freunde mit eingeladen, die das mit uns denn zusammen online spielen, weil alleine ist ja doof. Und ich werde zu Destiny, das wird nicht das einzigste Video zu Destiny sein. Ich werde Destiny jetzt, wie gesagt, die Gameplay-Review machen. Die geht nahtlos über in das Let's Play bei Gamershack LP. Die habe ich auch eingeladen, die werden wir, also die machen nachher mit, also ja. Und das geht halt nahtlos ineinander über. Also wenn ihr dann weitersehen wollt, wie ich weiter level, bei Gamershack LP. Aber auch bei mir werden ab und zu noch Destiny-Videos kommen. Wenn ich mit euch zocke, also mit denen, die mit mir zocken wollen, mache ich Abonnentenzocken. Das wird dann entweder hier im Kanal oder in meinem Zockerkanal veröffentlicht, wenn es zu viel wird. Und dann soll noch zu Destiny kommen, da werde ich euch die Webseite vorstellen von Bungie. Ich werde euch ein paar Codes vorstellen. Die werde ich dann in die Videobeschreibung unten reinhauen bei dem dementsprechenden Video. Da setze ich mich morgen gleich ran. Und da kriegt ihr dann zusätzliche Sachen in Destiny. Und ich werde euch die App vorstellen für das Smartphone bzw. Tablet. Ich weiß noch nicht, ob ich es euch auf dem Smartphone und auf dem Tablet oder nur Smartphone vorstellen werde. Vielleicht auch beides, ich weiß es noch nicht. Ich habe mir da noch nicht wirklich einen Plan gemacht. Aber ich würde jetzt sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, Destiny zu zocken. Ich bin so heiß drauf. Ich bin so dermaßen heiß drauf. Ich bin überhaupt kein Shooter-Freund oder Fan. Also, ich mag Shooter an sich eigentlich nicht. Annehmen. Aber Destiny, das hat mich vom ersten Video von der E3, ich habe das erste Video voriges Jahr bei der E3 gesehen. Ich habe gesagt, das muss ich haben. Oder vor 2 Jahren war es ja, glaube ich. Ich weiß es jetzt gar nicht, wo sie das erste Video präsentiert haben. Habe ich es. Das musst du haben. Das musst du haben. Da haben alle anderen schon gesagt, du bist doch ja kein Shooter-Spieler. Ist doch nicht dein Ding und du spielst doch sonst keine Shooter und so. Ich weiß es nicht. Ich habe die Bilder gesehen und hat mich gleich geflasht vom ersten Augenblick. Ich habe die Alpha gespielt. Die findet da übrigens auch bei mir im Kanal Video oder Videos, weiß ich jetzt gar nicht. Die Beta habe ich gespielt. Da sind Videos im Kanal. Und jetzt die Vollversion. Und jetzt müssen wir erstmal anpassen. Wartet, ich muss nur schnell anpassen, dann... Oh, falsch. So müsste das okay sein. So ist es an meinem Fernseher, ist das okay, im Hauptaugen nicht wirklich, aber kommt ja auf meinem Fernseher an. So, das sollen wir so einstellen, dass das schwach sichtbar ist, dann lasse ich das mal auf 4, ich kann das auch... Oder? Ne, wir lassen mal auf 4, oder? Ne, das ist zu dunkel. Ich lasse auf 4. Dann kann ich es gerade noch so erkennen. So. Untertitel automatisch Standard aktiviert. Ich mache mal Untertitel aktiviert. Hab da ein bisschen mehr von. So, und jetzt kommen wir zu den Kriegern, die wir jetzt zur Auswahl haben. Das kennt ihr, kennen die Alpha und die Beta gespielt haben, kennen das schon. Wir haben einmal den Titan. Da steht halt Stürmer und Verteidigung und so. Wir haben den Jäger. Und wir haben den Warlock. Die habe ich beide noch nicht gespielt. Ich habe bis jetzt immer Warlock gespielt. Kam mit dem Warlock eigentlich auch super klar. Und ich werde mir natürlich auch wieder einen Warlock nehmen. Ich werde mir Geschlecht... Mensch, nee, wo, Exo hatte ich, genau. Ich werde mir wieder ein Exo machen. Gesicht. Kopfmerkmale, werde ich erstmal sagen, weg. Und Kopf schwarz. Und... wartet. Kriegsmale. Das weg. So, Gesicht schwarz.
So, jetzt haben wir es schwarz. Das sieht aber nicht richtig schwarz aus. So. Okay, und jetzt werden wir mal gucken, welchen wir Kopf annehmen. Ich weiß nicht, welchen Kopf ich diesmal nehmen werde. Das ist immer wieder so eine Sache. Welchen nimmt man nicht? Der sieht schon mal ja nicht so schlecht aus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchen ich damals genommen habe. Der sieht auch geil aus mit dem Rot unten. Toll. Der nicht. Der auch nicht. Der ist mir zu hell oben. Den hatte ich, glaube ich. Aber ich tendiere zu dem. Ich werde den nehmen. Den werde ich nehmen. Und was haben wir hier noch? Wenn ich weiß mache, ist alles weiß. Ne, wir wollen natürlich schwarz. Schwarz. Und die Augen werde ich... blau machen. Aber blau sieht so freundlich aus. Ich werde, denke ich, mal wieder rot machen. Oh, das ist jetzt eine verdammt schwere Entscheidung, wie ich das jetzt mache. Rot oder blau. Und wenn, dann werde ich dieses Blau wahrscheinlich nehmen, was so schön leuchtet, weil das ist mir nicht kräftig genug. Was haben wir denn hier? Leuchtet es denn hier auch so schön? Oh, sieht auch geil aus. Oh, jetzt bin ich wieder am Überlegen. Ich glaube, ich werde wieder Standardrot nehmen. Schwarz-Rot ist eine gute Kombination. Und hier werde ich jetzt nehmen... Panzer, nicht das, auch nicht das. Stacheln. Ne. Ich glaube, ich werde das nehmen mit den Ohren. Krieg's mal. Nehme ich wieder Kopfschuss. Nee, Kopfschuss nicht. Ich nehme das. Nee, doch Kopfschuss. Kopfschuss und das in Rot. So. Abschicken. So. Oh, ist das geil. Sieht so geil aus. Thank you.
Wir nannten ihn den Reisenden. Und seine Ankunft veränderte alles. Wir erbauten eindrucksvolle Städte auf dem Mars und der Venus. Merkur wurde zu einem großen Garten. Die Lebenszeit der Menschen verdreifachte sich. Es war eine Zeit der Wunder. Wir blickten in die Galaxis und wussten, es war uns beschieden, im Licht anderer Sterne zu wandeln. Doch der Reisende hatte einen Feind. Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Und das war das Ende von allem. Doch es war auch ein Anfang. Ich halte jetzt gerade die Karten, was ihr da unten seht. Ich habe mir gerade die ganze Zeit gewundert, was das ist. Das sind die Dinger, die ich freigeschalten habe. Da mache ich nochmal ein extra Video dazu, dass ihr wisst, wie ihr das bekommt. Das sind Codes, die gibt ihr einfach auf der Bungie-Seite ein. Das läuft ganz easy. Ist das möglich? Da bist du ja. Hüter! Augen auf, Hüter! Wer sagt's denn? Du lebst. Du ahnst nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Von nun an bin ich dein Geist. Und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst. Wir sind hier nicht sicher. Die werden uns in Stücke reißen. Ich muss dich in die Stadt bringen. Ich liebe es. Keine Sorge, ich bin bei dir. Wir müssen weiter, schnell. Grafik. Das ist Gefallenengebiet. Hier draußen überleben wir nicht lang. Los, hinter die Mauer. Das sieht so geil aus. Schnell weg hier. L3 zum Sprinten, das weiß ich ja schon. Ich habe ja die Beta gespielt. Okay, lass mich nachdenken. Du brauchst eine Waffe, bevor die Gefallenen uns finden. Ja. Still, sie sind genau über uns. Moment. Warte mal. Gefallen.
Viele lieben die Dunkelheit, wir nicht. Ich suche uns ein paar Feuersteine. Und wieder eins dieser hochsicheren Militärsysteme. So wie ein paar Jahrhunderte Entropie, die gegen mich arbeiten. Boah, sieht das fett aus. Hier, ein Gewehr. Schnapp es dir. Ich hoffe, du weißt, wie man das Ding benutzt. Ja. Ich habe die Beta gespielt. Was war das? War da eine? Controller ist auch gleich leer, muss ich auch gleich noch aufladen. Boah! Zack. Noch mehr, aber wir müssen durch. Nur weiter. Ich mache ja schon. Ein Beutedepot. Mal sehen, was drin ist. Lichtsensorminen. Bloß nicht berühren. So, oh, da ist noch einer. Kommt richtig episch hier rüber. Ich will aber mal hier lang gehen. So ist der gleiche Weg. Ich werde jetzt mal hier noch das einsetzen. Um die mal bei Zeiten rechtzeitig hier zu updaten. Weil man kann die einzelnen, ich habe ja die Beta gespielt, so, man kann die einzelnen Fähigkeiten, wie ja zum Beispiel die hier, upgraden. Die Gefallenen sind hier präsenter als ich dachte. Nur oft ein einsetzt. Stück. Hoffen wir, dass da draußen noch etwas übrig ist. Guck mal, ob hier noch was liegt. Ne, liegt nicht mehr. So, okay. Das war ein altes Kosmodrom. Hier muss etwas Flugfähiges sein.
Da ist was. Oh nein. Irgendwas teleportiert hierher. Oh. Das sieht so fett aus. Gefallenen Schiffe, so nah an der Oberfläche? Du Geil. Musst uns da vorbeibringen. Okay. Ich muss uns da vorbeibringen. Ja. Wollen wir durchrennen? Hier unten lang. Hier unten sind sie nämlich nicht. Oh, doch, hier sind sie. Fuck. What the fuck? Ja, das war ein bisschen viel. Da habe ich mich ein bisschen übernommen. Da muss ich doch ein bisschen langsamer voranieren. So. Eine Trophäe. Boah. Mist! Level 2 schon. Empfange Signale eines alten Sprungschiffs. Könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. So, was haben wir hier? Das werden wir mal aufrüsten. Und hier seht ihr dann praktisch das, was man erfüllen muss, um im Level zu steigen. Hier habe ich noch nichts. Hier auch nicht. Okay. Dann geht's weiter. Da ist ein Schiff. Du musst sie erledigen. So, schnell hinter. Den Fetten haben wir schon mal erledigt. Wow, Granate. Jetzt aber. Ist hier noch einer? Nee. Okay, mal sehen, ob ich uns hier rausbringe. Das liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweidet. Fliegt es noch? Das kriege ich hin.
also gut. Für den Orbit reicht es nicht, aber zur Stadt kommen wir damit. Und jetzt der Teleporter. Ich hol dich rein. Oh, da, ey, ohne Scheiß, Leute. Mir läuft's dabei eiskalt den Rücken runter. Ja, um die kann ich mich später kümmern, ist klar. Cool. Setzen wir mal fort. Trophäe. Jetzt müssten wir eigentlich zum Turm kommen. Willkommen in der letzten sicheren Stadt auf Erden. Dem letzten Ort, den der Reisende noch schützen kann. Es hat Jahrhunderte gedauert, sie zu bauen. Und jetzt zählen wir jeden Tag, den sie noch steht. Und in diesem Turm leben die Hüter. Boah, es läuft mir eiskalt den Rücken runter. Neue Glimmerkarten erhalten. Ich habe da schon Glimmerkarten. Wie viele Glimmerkarten kriege ich denn hier? So viel habe ich aber... So viel Glimmerkarten habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe 17 Glimmerkarten oder so. So, jetzt sind wir hier. Das mache ich noch schnell alleine. Ich sehe nach, Hüter. Ah, hier. Abzeichen, 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 Abzeichen und noch ein Abzeichen. Oh, sehr legendäre mit bei. Also die Abzeichen kriegt ihr denn später auch. Ich mache da halt, wie gesagt, nochmal ein Video zu. So, ich werde jetzt aber noch schnell das erledigen, was ich erledigen muss, bevor ich die anderen dazu hole.
Ich kann einen Moment erübrigen. Es gehört dir. Man sieht sich, Hüter. Kalk ja sowieso. Also ihr könnt die Sachen sowieso nicht kaufen. So. Option neue Rüstung erhalten. Okay. So. Rüstung. Die hat 18 Verteidigung, die 22. Nehmen wir natürlich die. So. Und jetzt muss ich noch hier hin. Weil das habe ich in der Beta gefunden. Müsste, denke ich mal, hier... Oh, ja, hier ist er. Totengeist. Neue Glimmerkarte erhalten. So, okay. So, war hier noch irgendwas? Ich überlege gerade. Nee. Hier war nichts. So. Ach so, ja. Hier muss ich auch noch hin. Sieh dich nur um. Hm. 26. 26, haben alle 26. So, jetzt muss ich gucken. Welche hatte ich denn? Ich glaube, ich hatte diese Feuerrate hoch, genau. Die sind von der Feuerrate dann halt weniger, aber Schlagkraft. Oh, die hat wenig Schlagkraft. Aber die hat gar keine, so wie gar keine, die hat mehr. Und die hat voll Schlagkraft, aber... Alter, das ist so ein Revolver, den will ich nicht. Aber hier ist Feuerrate, Reichweite hoch, alles so schön in der Mitte und hier ist halt alle ziemlich weit unten, dann werde ich die nehmen. Eine davon hatte ich im Dämmerbruch dabei. Hab da ziemlich was eingesteckt. Lag aber nicht an der Waffe. So, okay. Was haben wir hier noch? Totengeist. Schiff. Emblem. Erfordert Level 20, erfordert Level 20, klasse. Entschuldigung. Hm. Nehmen wir das. Oh, das sieht geil aus. Was haben wir denn, wenn wir das nehmen? Nee. 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 Oh, das sieht auch giftig aus. Ich nehme das. Oder das. Hm. Das. Ich nehme das. Ich nehme das mit dem mit der Rakete. Das passt am besten, würde ich jetzt sagen. So. Ist hier noch was Grünes? Ne, hier ist nichts Grünes. Doch. Hier ist noch ein grüner Punkt. Ach, wegen den Raumschiffen und so was alles. Ich muss das Ding, was ich habe, ja reparieren lassen. Aber ich will mal vorher noch gucken, wie die teuer die sind. Achso, jetzt hier unten ist nur Waffen. Und zwar... Boah, 200 noch was Schaden. Erfordert Level 20. Na, leck mich am Arsch. Warlock. Hallo. So. Das ist ein tolles Teil. So, wie viel brauche ich Glimmer? Ja, den werde ich mir holen wahrscheinlich. Vorschau. Den hatte ich auch, genau, den hatte ich auch in der Beta mir geholt. Oder hole ich mir den? Der sieht auch nicht schlecht aus. Mal gucken. Der kostet 2000, 3900, 2000...
Ich hatte doch... Den hatte ich nicht. Ich hatte Inventarfarbe. Den hatte ich ja nicht. Ich wüsste es ja nicht mehr, welchen ich hatte. Den hatte ich auch nicht. Den auch nicht. Aber ich werde den hinteren nehmen. Exo-Schiff. Und hier steht... Ungewöhnlich. Ist ein Standard Schiff mit Panzerklasse Flügel speziell. Erfordert Level 15. Erfordert Level 5. Dann mache ich bis Level 15, spare mir meinen ganzen Glimmer und hole mir das Teil fertig. Gut, dann haben wir das schon mal erklärt. Zum Orbit. Ich will ja noch nicht, auch nicht zum Orbit. Ich will erstmal zurücklaufen. Sieht das geil aus. Selbst hier, wenn ihr hier guckt, die abgewrackten Wände, weil das ist ja nun schon was älter hier und ja, und sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Leck mich am Arsch. Endlich kann nichts spielen. So. Oh. Jo, dann muss ich jetzt erstmal gucken, ob der Onkel fertig ist. Ich mach mal hier so lange schnell kurzzeitig einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Verstärkung hole. So, da bin ich auch schon wieder. Der Server ist kurzzeitig abgeknackt und deswegen in der Zeit, wo ich pausiert hatte kurzzeitig. Jetzt sind wir aber alle da, der Onkel ist da. Kuckuck, hallo. Der Slay. Juhu. Jo, und wir zocken jetzt halt hier Destiny. Onkel macht auch gleichzeitig ein Let's Play. Wie ich euch am Anfang gesagt habe, wird dieser Charakter, den ich jetzt habe, nahtlos ins Let's Play mit übergehen. Und der wird dann mal bei Onkel zu sehen sein. Mal wird er bei mir im Kanal zu sehen sein, mein Charakter. Logischerweise ist er meiner. Und da könnt ihr dann halt mal bei mir, mal bei Onkel verfolgen, wie ich mich hochlevel. Weil wir machen ein Let's Play zusammen, Onkel. Richtig. Deswegen macht der Onkel jetzt gleich auch eine Einleitung, also da nicht wundern. Das macht der Onkel, das lasse ich alles noch drinne und dann würde ich sagen, machen wir so ein, zwei Sachen noch, weil ich habe jetzt schon 36 Minuten Gameplay-Review zusammengeschnitten, also ist der Anfang. Wenn er noch mehr quatscht, wird es noch länger. Ja, wir machen eh eine Mission und dann machen wir danach das Fazit, dann macht Onkel da auch nochmal einen Break für das Let's Play, weil im Let's Play braucht er keine Bewertung. Jetzt ist der Onkel aber erstmal dran. Genau, okay. So, meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück. Leider ist das Server abgekackt, deswegen sind wir jetzt hier im Orbit. Ich habe Onkel, sag ich schon. Ich habe Odin und Sales eingeladen. Ja, Odin, ja, sag mal du, weil du warst bei uns noch. Boah, Alter, jetzt auf einmal bist du so laut. Ich bin nicht laut. Das ist übelst bei dir. Jedes Mal. Gib doch zu, dass du es vermisst hast. Jedes Mal. Warum einfach, wenn es so kompliziert wird, wenn man den Odin dazu holt? Hallo? Alter Schwede. Okay, also jetzt geht's hier los mit dem Let's Play. Endlich, wir sind jetzt endlich hier. Wir können jetzt starten. Ich freue mich so. Kanalübergreifend. Genau. Yeah. Und zwar werden wir natürlich zuerst zur Erde gehen, in die Kluft. Das wird unsere erste Mission sein, die wir zu dritt kooperativ erledigen. Ich würde aber sagen, wir lassen normal. Schwierigkeitsgrad. Jo. Weil ich muss sagen, wenn man hier schwer macht, das ist wirklich verkackt schwer. Und ich manche auf lang. Ich bin erst Level 2. Es gibt dann, ja eben, wenn man dann ein höheres Level mit im Team hat, dann kann man schon schwer machen, aber ich finde, soll ich schwer machen? Mir ist wurscht. Nein! Ich sterbe gerne mal. Nein! Das musst du unten, mein Freund. Nein, lass mal stecken. Mach mal normal. Kannst du in deiner Review auch mal schwer zeigen. Bist du bescheuert? Ich hab so schön jetzt gekämpft. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich will die Dude. Mann, dann mach schwer. Dann ist okay. Du brauchst es okay. So fünfmal wieder. Also für die Leute, die jetzt das Let's Play gucken, hier, ich nehme gleichzeitig parallel meine Gameplay-Review mit auf. Richtig. Deswegen werden wir dann nach dem Level nochmal kurz einen Cut machen. Wo wir die Bewertung machen. Genau. Wir, ihr sollt auch eine Bewertung abgeben. Deswegen ist es ja Koop. Das wird eine Bewertung von allen diesmal. Ihr seid Gastkommentatorin sozusagen.
Okay, gut, ich starte jetzt. Mensch. Ja, starte mal. Das schleift hier. Ab geht's. Yeah. Ich brauche Level 15 und ich muss ordentlich Geld sammeln, weil ich will dieses schwule Raumschiff nicht mehr. Ich will neues. Ich habe mir schon eine teuerste ausgesucht. Brauche ich Level 15 und 3900 oder raus 3200. Ja, da muss man auch vielleicht mal ab und zu mal abwarten, weil die Raumschiffe, die aktualisieren sich ruhig alle 8 Stunden. Nur noch so wenig übrig hier draußen. Nee, sind genau die gleichen wie in der Beta bei mir. Dann alles leer. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt ein Schiff gefunden haben. Ohne Schiff kann kein Hüter die Stadt schützen. Aber wenn wir die Erde verlassen wollen, braucht es einen Warp-Antrieb. Und nur in diesem Kosmodrom besteht die Chance, dass wir noch einen finden. Wir haben die Gefallenen schon einmal... Ja, das schaffen wir wieder. So, jetzt können wir wieder quatschen. Jo. Ja, das ist halt immer beim Let's Play ein bisschen blöd. Gerade wenn man Koop zockt, dann dieses Abstimmen, wenn der gerade was sagt oder nicht. Aber dafür haben wir auch Untertitel an. Ich habe mein Hüterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. Ach so, ja. Was cool ist, wir haben jetzt auch alle eine andere Figur. Ich habe einen Jäger. Ich Warlock. Der Odin, der hat einen Warlock. Warlord. Uff, und Warlock. Sales hat den Titan, genau. Und, ja, ich habe mich auf Warlock habe ich mich eingeschossen, weil... Ich weiß nicht, den habe ich in der Alpha genommen, den habe ich in der Beta genommen. Ist Freundebeschuss eigentlich an? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt, gerade, glaube ich, Sales total im Kopf geschossen. Nee. Sales. Können wir ja testen. Ich gewöhne mir am besten Mike an. Mike. Nee, Mike. Ist nicht an. Warum testest du es gerade bei mir? Weil du mir gerade vor dem Flint gelaufen bist. Achso, wir müssen doch hier rüber. Wo läuft ihr denn hin? Müssen, da hoch müssen wir da, oder? Jungs und Mädels. Warte mal, war hier eine Kiste? Irgendwo hier war eine Kiste, aber keine Ahnung, das hat mir das letzte Mal Manu gezeigt. Ja, in einer Beta haben wir hier schon einige Kisten gefunden. Ach, hier sind, wo müssen wir denn lang überhaupt? Ach, da seid ihr! Genau. Lass mich doch nicht alleine! Also wenn ihr komische Geräusche gerade im Hintergrund hört, sind die Katzen, die sich gerade bekriegen. Lassen! Och. Zack! Zack! Ja, Geisteinsatz hier. Mach ich mal fix. Immer so frei. Ja, mach mal. Von allen Ecken. Ja, ich will gerade meine Spezialfähigkeit öfters einsetzen, dass ich halt die update. Spezialwaffenmunition ist voll, Alter. So, müssen wir warten. Ich vibriere. Hier einen alten Info-Hub wiederherstellen. Unten in den Tunneln. Das sollten wir uns ansehen. Unten in den Tunneln. So, Details. So. Ich hab diesen Doppelsprung ja immer noch nicht. Oh, ja. Nee, den kriegst du erst. Ich weiß schon. Mensch, hallo. Das geht auf Dauer nicht gut, wenn du ständig Nahkampfangriff machst. Ja, ne, hier sind sie noch nicht so schwer, deswegen will ich ja... Das gerade noch machen. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gerade nicht. Achso, wir spielen noch schwer. Scheiße, stimmt. Hier ist ein toter Geist irgendwo. Hier. Wo? Wo ich stehe. Achso, ja, da drinnen, stimmt. Da drinnen ist ja ein toter Geist. Da auch 50 Stück einsammeln, kriegt man eine Trophäe. Ne, ich weiß noch, wo welche sind. Da kommen wir noch hin. Ja, zum Beispiel im Turm, die haben wir jetzt auch zwei liegen lassen. Eine ist da nur im Turm. Nein, zwei. Zwei? Dann fehlt mir noch die eine. Ach, hier unten ist auch noch ein Geist. Da müsst ihr mir denn folgen, da kommen wir ja sowieso lang. Ja, jetzt ist halt noch von der Beta, wissen wir halt noch so ein bisschen Bescheid. Ja, Russland haben wir ja ausgiebig gezockt. Und ja. Oh ja, wo der Mond freigeschaltet wurde, in 2 Stunden. Da kommt er rum. Alter. So, hier ist, bist du. Ich wollte gerade Ding zünden hier. Mach wie Zeit, dass ich Granaten kriege, ey. Des gesamten Gebiets. Ja, wenn du, mach du mal. Level 2 bist, kannst du dich schon aufwerten. Na, ich bin Level 2, aber ich habe noch nicht Granaten gekriegt. Zu jedem Planeten doch, müsstest doch kriegst du Level 2 kriegst du. Option drückt, dann müsstest du dein oben links der Level mal updaten. Na, hab ich doch.
Okay, ich glaube, ich gebe es auf, wenn das nur das machen. Ach so, stimmt, eins habe ich gekriegt. Aber egal. Das funktioniert einfach nicht im Koop. Da müsst ihr euch jetzt halt. Ach guck mal, hier hinten ist eine Kiste, die habt ihr jetzt ja nicht geholt. Neue Schuhe, cool. Mann. Oh hier, ich habe auch eine Kiste. Nee, keine Kiste. Doch eine Kiste. Okay. Helm und so. So, wo ist Onkel? Wo ist mein Onkel mit der Kiste? Ich bin hier hinten. Wo habt ihr noch eine Kiste? Warte, ich komme erstmal zu dir. Oh, die ist jetzt weg. Ach so, ja, die hätte ich. Eine gewisse Zeit, ja. Ja. Ach so. Hier ist noch eine Onkel. Hier, hinten, nimm mal gerade durch. Vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen absprechen bei sowas. Ja, das hatte ich vergessen. Nee, die ist weg. Stimmt, ja, bei der Beta war es ja auch so, dass sie dann relativ schnell weg sind, ja. Was hier unten ist. Ja, wo willst du denn jetzt hinten hin? Da. Ach, ich hier runter? Hier müssen wir da ja nicht lang, wir müssen zurück, hoch. Alter. So. Putz, putz, putz. Oh, Alter, jetzt bin ich vor Odin erschrocken. So ging es mir bei dir eben auch. Ich finde das sehr geil gemacht, zum Beispiel gerade, wenn jetzt hier auch weit. Der Schatten war. Muss man ja mal so ansprechen. Was war der Schatten? Also, nee, hier war er nicht. Also, gleich mal so, wenn er eine Kiste oder wenn ich eine Kiste finde, dann noch nicht öffnen, erstmal sagen, dass er dort ist. Richtig. Das müssen wir uns unbedingt angewöhnen. Irgendwo hier unten war auch im Regal ein Geist, das weiß ich noch. So, wo soll man lang eigentlich? Wir machen jetzt hier kein Trophy Hunting, wir machen. Jetzt hier. Nee, ihr kriegt ja auch Punkte, die Geister. Also hier hinten ist eine Truhe, da müsst hier oben. Das weiß ich. Das war eine Alpha, eine Beta war sie nicht. Aber ich habe schon einige Videos gesehen, da war sie. Hier ist sie nicht. Wie ist das schon wieder? Nee, die ist nicht hier. Ob die Truhen auch unabhängig sind, also von Charakter oder so? Zack. Glitschi, glitschi, itchi, glitschi, glatschi. Stups und kommt vorne, wenn du es nicht bekommst. Itchi, glitschi, glatschi, glitschi. Aber viel von der Beta finde ich jetzt, dass sich von der Beta zur Alpha hier viel geändert hat, finde ich nicht. Also die Grafik sah ja in der Beta schon geil aus. Ja, sehe ich auch so. Aber war hier. Also damit haben sie echt mal wirklich ein Spiel hingezaubert, wo man sagt, wow. Irgendwas, aber hier ist eine Kiste. Kiste, 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 Kiste. Kiste, 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 ja. Ja, neue Torwache. Was ist das denn? Neue Uniform. Ich hab einen Handschuh. Kurz einstellen hier. Okay, da sind wir wieder. Jo, ich hab einen Arm. Nach dem Warp, das bitte wahrscheinlich ein Handschuh. Ich auch. Kettenpanzer, aber erst ab Level 3, gut. Ich hab schon Level 3 habe ich auch, Helm. Ich hab gedacht Level 20, weil darunter die Stärke Level 20 war. 22. Ja, okay, weiter geht's. Aber damit haben sie echt wirklich mal ins Spiel hingezaubert, wo man sagt, hoffentlich Hammer. Bist du bereit. Oh, geht los. Ich sag mal jein. Es ist immer noch für mich, es ist zwar ein geiles Spiel, schönes Koop-Spiel, worauf wir eigentlich alle gewartet haben, aber es ist für mich immer noch ein 0815 Shooter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mal gucken, was sie noch mit der Zeit hier so mitbringen. Aber es macht definitiv Laune zusammen. Alleine spielen würde ich nicht. Nee, alleine würde ich es auch nicht spielen. Meins, 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 meins. Ja. Hier war auch was drin, glaube ich. Nee, hier und noch nicht. Hier nee, war hier was, komm hierher und kämpf mit. Ah, scheiß Wand. Odin, einmal bitte wieder mit dem hinter dir. Ja, bin ich schon. Gut, danke. Oh, komm, du Drecksvieh, stirb. Oh, fuck, jetzt muss ich wiederbelebt werden. Konnte mir nicht so schnell wegducken. So, ich nehme erstmal den hier vor. So, der ist weg. Oh, der Große kommt. Immer rumlaufen. Ja.
Wow, alter Scheiter. Muss ich mich kurz erholen? Ja, ich muss mir auch mal um die Ecke verpissen. Ich bin da. Weiß nicht, eure Granaten zu benutzen. Ja, ja. Ich hab keine mehr. Ich hab sie verschmissen. Ja, ich hab den... Ah, scheiße, tot. Genau bei dem Typen. Scheiße. Ja, der geht doch gerade weg. Ah, fuck, ich bin auch tot. So, schon wieder belebt. Oh, schon wieder tot. Zack, warte. Uah, fuck. Uah, fuck, 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 fuck. So. Slade wiederbeleben, wa? Ich lenke ihn ab. Okay, bin da wieder. Uah. Fast die Frack gerade. Alter, 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 alter. Ja, du hättest ja unbedingt auf schwer, ey. Ja, klar, muss sein. Mhm. Okay, du solltest da hinten jetzt nicht sterben. Oh, scheiße, ich bin aber tot. Ich wollte ja irgendwie rumkommen, aber... Bumm, ne? Ich probier mein Glück, komm mal. Ja, muss irgendwie halt Deckung geben. Den Ablenken. Ja. Ich lenke ja gerade alle ab hier. Ah, oh, shit. Ich bin auch tot, scheiße. Na, klasse, ich alleine. Die Odin darf jetzt nicht sterben, dann kann ich gleich in 6 Sekunden, 6 Sekunden muss noch überleben. Genau. Warte, 3, 2, 1. Moment, jetzt wiederbelebe ich mich. Wieder einstieg. Jetzt bin ich wieder da. Okay, kannst du sterben. Wow. Und was hat mich jetzt getroffen? Was ist denn der? Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu Seiles rüberkomme oder rein. Nee, warte mal ab, ich bin hoch in einer. Ich hab Granate geschmissen zu ihm. Oh, ich bin wieder da. Alter. Ja, warte mal, ich muss mich kurz regenerieren. Oh, es wurde schon wieder von Crash ganz viel geschrieben. Ich reagiere gleich drauf, wenn der Gegner kaputt ist. Der ist gleich kaputt. Shit, 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 shit. Und yeah. Jetzt weg, Alter. Bam. Ja. Könntet ihr mich mal wiederbeleben? Du hast ja können wir eigentlich, ja. Mach du, Onkel, ich weiß nicht, ob du die Trophäe hast. Ja, Trophäen interessieren mich eigentlich wenig, aber... Ja, die kriegst du relativ schnell, brauchst du nur 5-mal wiederbeleben. Ich kann ihn gar nicht wiederbeleben. Mach jetzt. Hä? Jetzt lebt doch mal wieder hier! Geht nicht. Ach so? Ich kann nicht wiederbeleben. 17 Sekunden brauche ich nur. Ah, und in 3 Sekunden ist das Level vorbei. Und da, vielleicht deswegen. Okay, jetzt reagiere ich mal. Achso, was kriegt man denn hier? Doppelsprung habe ich jetzt endlich bekommen und die goldene Kanone ein bisschen aufgefüllt. Was kriege ich denn hier so schön? Also was kriegen wir denn alle hier so schön? 22 Kills habe ich. Oh, eine Hand. Ich dachte echt, ich habe das wenigste. Ich habe ein Dings bekommen, eine Hand. Er hat eine Hand. Ich habe einen Kopf. Ich darf meine schon benutzen. Ihr habt, achso, erfordert Warlock-Klasse, okay. Ja, sieht doch gut aus. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz auf den lieben Crash im Stream ein. Moment, ich lese euch mal kurz vor, was er so schönes geschrieben hat. Ja. da. Mach schwer, also das war ja, haben wir damals am PS3 Beta auch gemacht, ja klar, das haben wir auch gemacht, da waren wir ein bisschen hoch, da war ich schon Level 8 Crash, wo wir das damals in der Beta gemacht haben, mit hart, mit schwer. Außerdem ist dann der Loot besser, Odin soll mal den Pussy-Modus ausschalten. Ja, ist klar. Die Lootkisten sind immer random in der Welt verteilt, bam. Okay, jetzt konnte ich jetzt nicht wirklich drauf antworten, Crash, das ist... ne? Oh, okay, jetzt war mal kurz Stille. Jetzt können wir meinetwegen wieder quatschen. Ich hab uns gemutet in der Aufnahme. Odin, jetzt, wenn du hier gerade bei... Es gab eine Klasse Zeit, in der jetzt, wenn du da die Treppen hochläufst, da oben ist auch noch ein Geist. Ah, stimmt. Doch das ist lange her. Da steht er da oben rum, der Typ hier. Ist der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister
um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Ich liebe diesen Spruch. Ich habe einen Alpha und eine Beta schon geliebt. Irgendjemand will der auch sein Senf zu geben. Wir gehen es gemeinsam an. Manu, mit lautlos. Ist schon wieder einer gegangen. Alter, das sieht so fett aus. Hoffentlich ist er nüchtern. Ja. Nee, kommt von der Arbeit, da wird er nüchtern sein. Mal ganz kurz stopp, weil, also ihr mal ganz kurz leise sein, weil ich mal, muss euch wieder einmuten, nicht, dass er mitten im Satz, wisst ihr? So. Ja, weiter. Weiter geht's. Okay, willst du jetzt an dieser Stelle den Cut machen oder willst du nochmal, noch eins machen? Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Cut, weil ich habe jetzt schon wieder 20 Minuten. Sonst wird die Gameplay-Review wieder so lang. Bin jetzt dann schon. Wir müssen ja noch unsere Bewertung machen. Jo, also ich... Dann bitte zum Turm. Ganz kurz, ich werde mich hier noch ganz kurz, ganz schnell hier den Doppelsprung nehmen. Springen zweites Mal, denn den brauche ich unbedingt. Das nervt mich schon die ganze Zeit, dass ich den habe. Ja, ich muss so, auch noch upgraden. Warte, so. 31, komm, die Waffe, die Waffen mache ich noch fix hier. Gleiter. Gleiten habe ich jetzt. Geil. Das ist 26, Quatsch, ja. 20, 31. Die nehmen wir mal. Details, kann ich die aufwerten? Nee. Kann ich die andere mit 26? Oh, jetzt mal ganz kurz. Ist gerade der Manu, also der wird auch jeden Moment, ich denke an der nächsten, wenn ich den Cut gemacht habe. Ach, da ist er schon. Hi Manu. Ja, jetzt musst du aber kurz stille sein, Manu, weil wir wollen jetzt ganz kurz die Bewertung für die Review schnell machen. Ne? Okay, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Ich habe mich jetzt hier aufgelevelt und wir sehen uns nach dem Cut wieder im Let's Play. Jo. Ja, erstmal zum Turm bitte. Achso, zum Turm will er. Ich will ja auch. Ja. Stimmt. Ich mach das lieber, wenn wir denn da hinten stehen und dann, dass man auch die Charaktere sieht. Sieht ein bisschen freundlicher aus als nur ja, so. Ich habe auch noch was. Ich habe auch noch was zu holen. Ja, ich ja auch. Turm, was freigeschalten haben. Crash Chris, achso, sein letztes Wort Bam. Okay. Bam hat er gemacht. Bam hat er gesagt. Achso, gesagt. Er hat Bam gesagt. Der sagt Bam, was fällt dem ein? Echt, was kann man doch nicht bringen? Wie kannst du Bam sagen? So richtig Bam. Der hätte Bim Bam Bang sagen müssen, aber nicht nur Bang. Nee, Bam. Bam. Ist ja wie bei dem Film hier, kennt Schwarze Hand. Bing und Bang. Nee, Bing und Bang. Die Kaugummi-Marken. Ja, jetzt kennen wir ja bestimmt nur Ossis, aber egal. So, ja, jetzt Ladezeit. Nee, nicht der Film Die Schwarze Hand. Kai aus der Kiste ist ditte. Und die machen Die Schwarze Hand. So sieht's aus. Ja, ist total interessant. Ja, mal so am Rande erwähnt. Ja. Apropos Schwarze Hand. Na, egal. Nein, da spreche ich jetzt nicht drauf an. Doch. Ah, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Nein, lass es. Ich wollte schon sagen, aber dann ist mir eingefallen, was du sagen wolltest, da lieber nee.
Ja, ich könnte jetzt einen schweinischen Spruch bringen. Okay, jetzt sind wir hier am Tor. Seid ihr alle da? Seid ihr alle da? Ich bin da. Dann gehen wir mal hier so. So. Okay. Diagramm hier kurz einlösen. Ja, okay, dann machen wir das. Ja, machen wir das noch. Muss ich auch noch gucken, ob ich noch was. Wir Aufnahme 3 und in Form Cut hier. Artefakte aus Taschen Prämie für interessante Funde abholen. 200 Klimor. Ja, und dann kann ich hier noch ein bisschen was. Warte mal hier, Helm, Klimor. Erwerben. Achso, ich kann nur was erwerben. Ich will nicht erwerben. Hier war doch auch irgendwo dieser komische Tresor. Ja, der ist hier in der Mitte. Ja. Hier, Tresor öffnen. Dann kann ich euch das auch nämlich mal zeigen. Den gab es in der Beta nämlich nicht. Da geht ihr auf... Ja? Ist mir nicht aufgefallen. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel Rüstungsteile. Geht da drauf. Naja, die kannst du einwerfen. So, und dann könnt ihr hier... So, das zum Beispiel... Bumm, das dauert, einwerfen. Und dann ist das da drin und dann könnt ihr das mit anderen Charakteren, die den gleichen Level haben und die, also auch ein Warlock zum Beispiel, habt ihr denn schon Klamotten. Mit euren eigenen, mit genau. Eurem eigenen. Also ihr könnt diese Kleidung nicht austauschen. Könnt ihr doch mitnehmen. Also muss auch ein Warlock sein. Das finde ich so ein bisschen schade auf der einen Seite, dass man sich nicht so ein bisschen Waffen austauschen kann und sowas, aber auf der anderen Seite, ich werde mal zerlegen. Ist vielleicht sogar positiv, wenn man mal... Ja, das soll ja auch der Sammeltrieb hochkommen. Ich werde mal hier ein bisschen... So, mein Zeug zerlegen. Oh, den kann ich jetzt benutzen, Level 3. Ja. So, dann weg den hin. Gesicht, ne? Sag Crash Chris. Dein, sein Bam. Achso, ins Gesicht. Gesicht. Deine Mutter. Cool. Ich habe schon Panzerhandschuhe, die aufwertbar sind. Nicht schlecht. So, ja, na, ich habe gerade hier ein... Ja, ich werde mich jetzt einfach mal... Wir treffen uns jetzt hier einfach mal wieder in der Mitte. Ja, ich habe jetzt mal mein Zeug hier so zerlegt und jetzt gehen wir hier ganz nach unten, dass wir schön den Hüter im Hintergrund haben. So, und jetzt einmal umdrehen und zack, einen Schritt laufen, dann kann ich die Kamera drehen. So. Da, warum dreht er? Achso. Du musst ja erst nach vorne und dann, genau, so. Jetzt muss der Mike nur. Okay, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns. So, jetzt kommen die ganzen anderen Kunden. Ja. Hallo, wir wollen ein Fazit machen. Okay, dann würde ich sagen, Stream lasse ich laufen und ja, Aufnahme mache ich kurz Pause. Bis gleich. Warte mal, so, Mike, jetzt setze mich mal hier hin. Slay. Slay ist da. Oh, jetzt setzt der sich da noch hin. So, setze ich mich einfach hier hin. So. Wieso steht denn wieder auf? So. Da ist Slay, dann setze ich mich mal hier hin. Voll von sich woanders hinnehmen. Jetzt sitzen die sich alle mit hier. So. Jedenfalls sitzen wir jetzt hier einfach mal rum. Und jetzt würde ich sagen, ich fange erstmal an und dann könnt ihr euren Senf ja bitte auch noch dazugeben. Ja? Ja, wenn du es verlangst gern. Wenn du uns nicht drauf ansprichst, machen wir es nicht. Ne, ich verlange es. Dann verlange es. Genau. Wenn's soweit ist. Okay, also ich war, wie gesagt, habe ich ja schon am Anfang gesagt, mega heiß auf das Spiel. Ich habe die Alpha gespielt, habe die Beta gespielt, die Beta gesuchtet wie so ein Bescheuerter. Und ich bin überhaupt kein Shooter-Fan. Aber Onkel kann es zum Beispiel bestätigen, ist mir nämlich gerade eingefallen. Da war ich nämlich noch damals im Team drin. Da haben wir die E3 geguckt. Das war nicht voriges Jahr, das war vor 2 Jahren. Entschuldigung. Und kannst du dich noch daran erinnern, wo sie die ersten Bilder von Destiny vor 2 Jahren gezeigt haben? Und keiner wusste, dass es, wann es genau kommt und hast du nicht gesehen? Nö. Da haben wir das geguckt und da hat noch das andere Teammitglied gesagt, du bist doch ja kein Shooter-Fan, was willst du mit einem Shooter? Und da habe ich schon gesagt, ich weiß nicht warum, aber die erste Grafik hat mich so weggeburnt, hat mich so weggeflasht, muss ich einfach haben. Dann habe ich die Alpha gespielt, war hin und weg, dann habe ich die Beta gespielt, ich war noch mehr hin und weg vom Spiel. Und jetzt habe ich die Vollversion, jetzt werde ich suchten wie ein Bescheuerter, denke ich mal. Weil ich habe ja genug Abonnenten, die mit mir zocken wollen. Ich kriege ja hier, weil mein Spiel ist heute erst gekommen, ich habe mir die letzten Tage nicht mal getraut, meine Playstation anzumachen. Weil ich habe die Playstation angemacht, da habe ich 8 Einladungen zu Destiny bekommen. Und die Playstation ist gerade mal angelaufen. Also ich war noch nicht mal eine Minute online. Jetzt geht's ja. Und die Grafik ist wirklich geil. Also zu Beta ist jetzt nicht wirklich ein Unterschied festzustellen, dass da nochmal grafisch irgendwie was draufgepackt wurde. Die Partikel und so, das kam schon in der Beta alles recht brachial geil rüber. Der Sound passt auch. Ich finde auch die Soundeffekte von den Waffen gut, oder Onkel?
Ja, auf jeden Fall. Die kommen richtig schön und vor allen Dingen unterschiedlich. Wenn man Maschinengewehr hat, und wenn man halt ein langsames Maschinengewehr hat, dann hat man halt so ein bisschen einen Rückschall und das hört man alle durch. Ja, mir fällt auch gerade was auf, das müssen wir ganz kurz erwähnen. Ja? Vielleicht, und das ist dir vielleicht noch gar nicht aufgefallen, dass wir sogar alle drei verschiedene Spezies haben. Ich habe Mensch, du ja, hast Roboter und hier der Exo. Exo, du bist ein Robby, ein Terminator. Den habe ich in der Alpha, den habe ich in der Beta gehabt. Ich mag Exo. Und Sales gut? Ist eben ein Geist, ein Erwachter. Ein Erwachter. Habe ich extra genommen, weil es halt wirklich dazu passt, war, dass der Geist sich ja wiederbelebt. Ja, da hat er recht, Ja, aber also ich kann echt nichts Negatives sagen. Also das ist wirklich, es ist ein Shooter. Wollen wir uns nicht vormachen, es ist ein Shooter. Aber wirklich mal ein Shooter, der hat sich lohnt. Weißt du, man kann mit Freunden zusammen Missionen machen, Loot einsammeln, irgendwelche Aliens platt machen. Und man kann auch zusammen die Story erleben. Und danach einfach, wenn man Bock hat, man muss ja keine Mission machen. Man kann einfach sagen, freies Spiel. Und dann läuft man da in dem Level rum und guckt, was da so passiert. Und das finde ich gut. Und man weiß ja, es kommt noch ein Season Pass und wird erweitert. Also. Ja, ja. Also 10 Jahre hatten sie angekündigt, dass das 10 Jahre abgedatet wird. 2 Jahre sind schon durch die Entwicklung und jetzt alles weg. Also noch 8 Jahre. Und ja, 2 Season-Pässe sind schon da, die kann man schon kaufen. Das wird dann früher oder später kommen. Ich werde sie mir auch kaufen. Das sind für Missionen. Ich denke mal, da wird auch wieder Waffen und sowas alles geben. Und ich denke mal, das wird noch lange nicht alles sein. Da wird noch einiges mehr kommen. Aber Activision hat versprochen, das wird nicht so wie bei COD, wo alle Nase lang hier, Waffe hier, Waffe hier, Waffe hier, Rüstung hier, Rüstung da. Das soll wohl nicht sein. Nur Zusatzmissionen, vielleicht auch mal... Entschuldigung, ein paar Waffen, aber es soll halt jetzt nicht so DLC-Überburner werden, dass man sagt, hier, man muss hier, weiß ich, wie viel 100 Euro reinstecken, dass man alles nach und nach hat. Da soll wirklich, ganz smooth, es sollen wirklich gute kommen, aber halt nicht übermäßig, dass man sagt, oh, was schon wieder, dass jede Woche da irgendein Scheiß kommt. Also das finde ich sehr gut, die Politik von Activision, die sie mit diesem Spiel fahren und vor allen Dingen, endlich mal wieder online zocken und mit Freunden zocken und wirklich was einsammeln. Ja, aber wenn wir auch noch unser Fazit bringen, ja, dann wird jetzt dein Video auch ein bisschen sehr lang. Und Grafik und so müsst ihr euch einfach mal die Gameplay-Würfel von der Beta angucken, da sage ich ja genau gleich, aber die Grafik ist wirklich nicht viel anders und es macht einfach mörgermäßig Spaß. So, jetzt macht ihr mal was, sonst verquatsche ich mich wieder. Ich muss ja dazu sagen, wenn du hier Grafik ansprichst, ich meine, wir haben hier Next Gen. Sowas sollte eigentlich Standard sein. Also ich finde es geil, ich finde es auf jeden Fall toll. Die Weitsicht finde ich absolut brachial cool. Ja. Musst du dir mal die Schatten angucken? Die habe ich in der Beta gezeigt. Hier ein Stück weiter von uns sind dort diese Pflanzen, wenn du die Treppe hochgehst. Geh da mal hin und dann gehst du mit der Kamera rum. Ich fand eben, dass... es war auf der PS3, war das mit den Schatten. Da hast du hier normale Schatten gehabt und wenn du ins Licht oder so gegangen bist, waren die Schatten verpixelt. Sah komisch aus. Also ich finde... Das Spiel selbst ist, also im Koop-Modus auf jeden Fall eine Empfehlung, habe ich schon in der Beta gemerkt, es macht übelsten Spaß. Dieses Level macht übelsten Spaß, sich einkleiden, aufrüsten, seine Waffen und den ganzen Mist da zusammenbasteln, macht definitiv einen Heidenspaß. Ich sehe drinne aber trotzdem nur einen 0815-Shooter, muss ich sagen. Also man rennt einfach nur durch und schießt sich durch Massen. Was eben das Spiel von anderen abhebt, ist eben dieser Koop-Part. Was mir negativ auffällt bei dem Spiel ist, dass wir ja eben bloß zu dritt hier rumlaufen können. Also mal eine größere Gruppe hier kann man nicht machen, finde ich irgendwie ein bisschen Mist. Und gerade kommt es noch. Und gerade so dieses Dreimann, das ist irgendwie so eine komische Zahl, ganz ehrlich. Also, weiß auch nicht, das erste Spiel, wo man 3 Mann Koop zocken kann, sonst immer 4 Mann oder 2 Mann. Also, ja, ich habe ja auf der Webseite gelesen, dass Clans sich irgendwie befreunden könnten und zusammen machen können. Das müssten wir mal testen. Dann muss ich sagen, die Steuerung ist auf jeden Fall eingängig. Die macht riesen... Also, oh ja. Also die, da kommt man schnell rein. Grafisch super. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich wollte noch irgendwas sagen.
Aber alleine, wie gesagt, das habe ich schon vor uns gesagt, würde ich es niemals zocken, weil es, ich habe es angefangen mal alleine zu zocken und es ist, also der Beta damals, und da muss ich sagen, es ist einfach zu langweilig, ganz ehrlich, das ist mir zu sehr 0850 oder, also wenn, dann sollte man sich da schon eine Gruppe suchen und mit denen spielen, was ich ja auch echt positiv an dem Spiel finde, aber da kann jetzt weder der Entwickler noch die Publisher was dafür, und zwar, das habe ich beim ersten Mal gemerkt, man hüpft hier auf diesen Turm rum, auf einmal kriegt man schon Freundschaftseinladungen und also man findet hier ganz schnell Anhang. Ja. Das finde ich sehr cool bei dem Spiel. Also da sind auch die ganzen Leute, die hier rumrennen, sehr offen und nehmen dich auch gerne ins Team auf und sowas. Also es geht ziemlich schnell, wenn du hier jemanden suchst, wirst du auf jeden Fall jemanden finden. Und das finde ich so ein bisschen positiv. Ja. Gut. Ja. Kann ich eigentlich ja nicht mehr viel zusteuern bei euren Argumenten. Ich kann nur sagen, danke Bungie. ja, nochmal darauf zurückzukommen wegen der Beta. Spiel hat sich jetzt wirklich nicht verändert von der Grafik oder überhaupt vom Spielgeschehen. Ich denke mal, dass sie die Beta wirklich dafür nur ausgenutzt haben, um diesen Stressmodus zu testen. Ja, nicht nur. War ja dann ein Wochenende mal frei für alle. Und da haben sie ja auch diesen Stressmodus halt mit eingeführt, um eigentlich zu testen, ob die Server diese Belastung aushalten können. Ja, die könnten sich einige mal zum Vorbild nehmen, bin ich der Meinung. Bin ich sehr positiv, genau. Können wirklich viele mal nachmachen. Ja, wie gesagt, ich bin regelrecht vom Shooter-Spielen nicht süchtig, aber ich spiele es gerne, definitiv. Was ich so ein bisschen Nachteil finde für die Leute, die sich halt eine PlayStation 4 kaufen und sagen, ey, ich möchte jetzt einfach mal nur ein bisschen rumschießen, der ist bei dem Spiel hier leider falsch, weil wenn man sich kein PlayStation Plus Abo holt, kann man nicht wirklich weit bei dem Spiel kommen. Es ist halt ein relativ reines Online-Spiel. Ist wirklich so. Darauf mir fällt auch gerade noch was ein, wenn ich das mal schnell noch einwerben kann. Na klar. Was ich auch echt cool finde, oder was ich, man muss hier wirklich, wenn man das zusammen macht, muss man auch wirklich zusammenhalten. Also wiederbeleben und so. Ich denke mal, ihr habt jetzt gerade auch mitgekriegt, Odin hat zwar, also jetzt gut im Team gespielt, bla bla, aber er ist sehr schnell vorausgerannt und stand in der Gegnermasse und hat mit Handschlägen, mit Nahkampfgriffen, was ist los? Mit Nahkampfschlägen sich da, das wird auf Dauer nicht klappen. Das war jetzt bloß, weil das erste Level war. Also genau. Da muss Odin sich noch ein bisschen zurückzuhalten. Ich hatte vergessen, dass wir auch schwer gemacht haben, weil auf leicht ist es normal, da kann ich dann im ersten Level noch schön Punkte sammeln, um meine Fähigkeit aufzuwerten. Und das ist eben bei dem Spiel auf Dauer dann nicht möglich. Also man muss wirklich hier im Team arbeiten, man muss sich dann auch absprechen, später dann, wer nachlädt, dass man da halt so ein bisschen den Entdeckung in Schutz nimmt und so eine ganze Kacke. Genau. Und mit dem Wiederbeleben und alles. Also ich finde es einfach perfekt für ein Koop. Also da ist es auf jeden Fall richtig perfekt, das Gegen. Und dafür ist es ja auch gemacht. Es soll ja kein 0815-Shooter, wie du so schön sagst, sein, wo man einfach rumiert und irgendwelche Typen abknallt, alleine. Das basiert ja darauf, dass man zusammen... Und man merkt die Halo-Entwickler raus. Also man merkt sofort, dass das von den Halo-Entwicklern ist. Also das merkt man halt einfach besser nicht. Am Stil, am Ganzen. Ja, also der ist einfach brachial geil, das Spiel. Wenn ihr jetzt Gras hier zum Beispiel anseht, wie einzelne Grashalme wackeln, einfach geil. Ich muss ja sagen, wie Odin vor uns gesagt hat, mit dem damals die ersten Bilder von auf der Gamescom oder wo das war, oder E3, da muss ich sagen, dass ich da noch sehr zurückhaltend war. Also ich bin sehr, 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 sehr kritisch an das Spiel rangegangen, weil mir eben dieses Zukunftsgedöns und sowas eigentlich überhaupt nicht gefällt. Ja, weil es so extrem hochgepriesen wurde, das Spiel. Da war ich das hat mich alles ja nicht interessiert. Ich habe nur die ersten Bilder gesehen und ich weiß nicht warum. Ich kann es euch ehrlich gesagt überhaupt nicht erklären. Ich bin kein Shooter-Fan. Ich habe die ersten Bilder gesehen. Wow. Dann haben sie da das gespielt, wo du am Anfang des Spiels, wisst ihr, wo du da diese durch einen dunklen Tunnel rennst und so. Und dann waren sie ja zu zweit. Und da war auch die Frau bei der E3 und hatte den gespielt und so. Ich war einfach hin und weg von dem Spiel. Ich weiß es nicht warum, ich kann es euch nicht erklären. Das hat mich vom ersten Augenblick, von den ersten Bildern, irgendwie total weggeburnt. Ja, weil du auch relativ, muss ich mal sagen, du bist ja ein relativ häufiger Rollenspieler. Ja. Da, das Spiel ist ja auch... Ja, das war aber bei den ersten Sachen bei der E3 noch nicht zu ersehen, dass es so rollenspielmäßig ist. Nur, dass man es online spielt. Und so viel haben sie ja auch noch nicht verraten. Aber ich weiß es nicht. Ich habe sie gesehen und habe gesehen, wie sie spielen und habe die Welt gesehen. Und in der Zukunft ist ja sowieso immer mein Ding gewesen schon. Und hat mich einfach weggeflasht. Ich weiß es nicht. Das ist so ein Spiel, wo ich sage, das sehe ich und habe mich verliebt.
Das hat doch von allem wirklich was drin, war Rollenspiel, yep. Shooter, Aufwerten, also wirklich von allem irgendwie ein bisschen. Und ist eine gesunde Mischung. Ich wirklich jedem in jederlei Hinsicht etwas an, muss ich schon mal so sagen. Ja, wenn ich das also schon sage, als Nicht-Shooter-Spieler. Außer wenn ihr wirklich keine Gruppe habt oder sowas, dann würde ich sagen, lasst lieber die Finger davon. Muss ich alles ja, sagen. Da braucht er wirklich, das ist basiert darauf, dass man in einer Gruppe, also alleine kann man, aber macht nicht so viel Spaß und es ist halt dafür ausgelegt, dass man in einer Gruppe zusammen spielt und sich gegenseitig unterstützt und hilft. Das seht ihr auch zum Beispiel, wo wir die Kisten geholt haben, weil wir das vergessen hatten, dass die so schnell verschwinden. Man muss sich absprechen, ey, ich habe eine Kiste, dann kommen alle hin und dann öffnet irgendeiner die Kiste und dann sagt er, ich habe sie geöffnet und dann können die anderen auch noch schnell die Kiste öffnen. Weil die ist dann weg. Richtig. So, aber ich würde es trotzdem mal sagen, dass wir langsam... Das reicht jetzt auch. Ja, sind schon wieder 38 Minuten, bin schon wieder über eine Stunde. Aber egal. So, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich lasse erstmal die anderen verabschieden und danach bringe ich meinen Spruch. Onkel? Ja, ahoi, euer Onkel. Mein Gott. Tschüss, liebe Leute. Und wir sehen uns dann weiterhin beim Let's Play. Genau, würde ich auch sagen. Bis zum nächsten Mal. Jo, von mir kommen ja, wie gesagt, hatte ich ja am Anfang gesagt, noch die anderen Videos über die App und die Website und die Codes. Da könnt ihr euch drauf freuen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.